Hallo und herzlich willkommen zu StarCraft 2 Replaycast 857. Nächstes Winners Match, Gruppe B. Das heißt, man kann sich bereits zusammenreimen, was dieses Matchup ist, wenn man die vorigen Replays gesehen hat. Es ist ein ZVP. Und ja, ich bin sehr gespannt darauf, denn die haben einmal das Zerg-Monster, den stärksten Nicht-Koreaner. Es ist natürlich Serral. Und der spielt gegen einen weiteren koreanischen Protoss. Nachdem in der letzten Runde SOS runtergekegelt hat, ins Losers Match, muss Serral nun gegen einen weiteren Protoss ran. Und hier in Blau haben wir Zest, der wiederum Hero Marine geschlagen hat. Und ja, SOS sah nicht ganz so elegant aus gegen Serral. Also da hat Serral ihn doch ordentlich vorgeführt. Und jetzt versucht sich Zest an der ganzen Aktion. Erste Karte hier zwischen den beiden, das ist Acid Plant. Und wir sehen bisher normales Opening, Gateway, Nexus, Cybernetics Core, ein Gas, ein zweites wird mit dazukommen. Währenddessen beim Zerg sehen wir ein bisschen Building Placement. Der Pool blockt hier die Ecke soweit ab und Probe scoutet, dass hier Hedge Gas Pool gebaut wurde. Man sieht, der Tree ploppt gleich. Der Pool zu einem ähnlichen Timing, das Gas ist bereits da, wird gesammelt und mit 100 Gas gibt es ja noch das Speed Upgrade. Aber das kennt man von Serral, er ist eben ein wahnsinnig solider Spieler, er mischt da nicht viel durch, sondern er spielt das eigentlich recht reglementiert runter. Auf der anderen Seite haben wir Zest, der eigentlich auch so tendenziell ein Makro-Protoss ist, hat manchmal die komische Angewohnheit, dass er sehr, sehr viele Mineralien bunkert im Mid- und Late-Game, wenn es um Fights geht. Er lässt sich da immer gerne in der Runde länger Zeit, ob er nochmal reinwarpen soll oder nicht. Manchmal, ja, wird das ihm auch zu Verhängnis. Ist auch schon mal vorgekommen. Aber an sich darf man Zest nicht unterschätzen. Er ist immer noch ein wahnsinnig starker Protoss. Sonst hätte er es natürlich auch nicht bis zu den Global Finals geschafft. Wir sehen, der ist Adeptus unterwegs. Die Probe kommt den Lingen davon. Es sind momentan insgesamt 4 Linge unterwegs. Und wir haben eine dritte Hedge auch bereits. Der Depp nimmt hier eben einen sehr, sehr kuriosen Weg, einmal komplett außen herum. Wenn das in die Linge scouten mal fröhlich die Protoss-Basis aus, es wird zwar gerade ein Stock gebaut, aber der wird nicht mit den Lingen schnell genug fertig werden. Das heißt, der Scout, Serral kriegt den durch. Und ja, darin ist eben Serral wahnsinnig gut, sieht, dass da geht. Kann sogar nochmal drauf checken, es wird hier sehen, dass da ein Oracle gebaut wird. Denn man sieht natürlich die Einheit, die im Stargate gebaut wird. Das ist hier eben einmal die Silhouette eines Oracles und somit Oracle First für Zest. Das kann er natürlich auch nutzen, Falcon und Vision, um den Overlord loszuwerden. Wurde es einfach direkt rüber schicken. Momentan sieht es stark danach aus, ob es einfach für die Highground Vision da ist, denn der Stalker steht bereits bereit. Der Overlord hat hier keine Möglichkeit, sich wirklich in Sicherheit zu bringen. Es ist hier zu viel offene Fläche. Der Stalker muss da dann gelegentlich ein bisschen laufen, aber er sollte in der Lage sein, den Overlord zu kriegen. Wobei, das ist jetzt mit dem Building Placement ein bisschen ungünstig. Da verliert gerade Zest wertvollen Damage. Somit der Overlord kassiert nochmal ein paar Shots. Ist bei den letzten 20 Hitpoints, 30 Hitpoints. Die Linge kommt jetzt mit dazu, blocken hier den Stalker. Und das könnte... Nein, der Overlord hat sich nicht bewegt. Serral hätte den Overlord safen können. Er ist immer noch... Kann er den safen? Da geht ein Schuss raus. Das reicht nicht, noch ein Schuss. Es reicht gerade so. Die Range ist da. Der Overlord geht down. Serral hat es mal versucht, mit der Länge ein bisschen zu blocken, ein bisschen zu stören. Aber keinen Erfolg. Zest kriegt den Overlord. Da hat natürlich die Oracles komplett verzögert. Somit Oracle Arrestment wird nicht allzu viel stattfinden. Spork-Holes sind ready. Okay, ein Spork-Holes, zwei Spork-Holes sind ready. Natural noch ohne momentan. Aber da ist eine Queen. Es sind drei Queens, die warten. Und gegen drei Queens mit zwei Oracles, das ist schwierig. Eine Queen geht zumindest mal down, aber dafür stirbt auch ein Oracle. Jetzt geht es in der Natural weiter, das Oracle versucht nochmal Schaden zu machen. Kriegt drei Drones immerhin, also Zest macht Damage auf jeden Fall. Kriegt aber jetzt nochmal ein bisschen was an Schaden aufs Oracle. Fliegt immerhin nicht am Spork-Holler vorbei. Kommt da nochmal glücklich weg. Sonst hätte das Oracle nochmal viel, viel mehr kassiert. Das heißt, ein bisschen Harassment wurde getan, aber Oracle 150, 150 gegen eine Queen, drei Drones. Es ist ein okay Trade, also es ist nicht grandios mies, sondern es ist okay. Damit kann man immer noch leben. Und es lebt auch immer noch ein Oracle, um weiter zu scouten. Dritte Basis kommt hier besetzt. Und bei Serral kommen mehr Drones und der Leertag. Speed Upgrade für den Link ist inzwischen durch. Er scoutet sofort die dritte Basis. Wie Serral halt immer einen Link da hat, wo er ihn braucht. Er hat gerade genau das Timing von der dritten Basis gesehen.
Moment, darauf muss man mal achten, wie gut er mit seinem Scouting ist. Findet jetzt auch hier den High Templar. Circle muss kurz den Laser anwerfen, um die High Templar zu beschützen, damit hier in Ruhe der Archon fusioniert werden kann. Als Follow-up gibt es hier den Archon Drop und es gibt Charge. Wird aber weiter Gas gesammelt. Das heißt, es wird hier kein Salad Archon All-In werden, vermutlich, denn Gateways haben wir nicht genügend online dafür. Wir sind erst bei 6 Gates. Wir wären bei 8 Gates, wenn das hier ein All-In gespielt, als All-In gespielt werden würde. Auch die dritte Basis wäre dann nicht zwangsläufig mit dabei. Und wir sind jetzt hier, die zwei Archons versuchen alles, kriegen eine Roach, nehmen ein bisschen Schaden. Aber Zest möchte eben eigentlich seine dritte Basis an den Start bringen, genauso wie den Switch auf Robotech. Wir sehen, zweite Robo wird gerade gebaut, erste Mortal ist in Produktion und von Savile bekommt auch bereits eine Antwort, nämlich Spire. Da könnte es auf Mutalisken gehen, die natürlich auch dem Warpless ein paar Probleme bereiten, während das hier die Archons versuchen, noch ein bisschen weiter Damage drauf zu lasern, aber die Zerg-Verteidigung ist da. Hier drüben, das Oracle hat nochmal durchgescoutet, hat ein Stasis-Wort gesetzt in der Main. Übrigens, man sieht nicht die gestasisten Einheiten hier im Observer-Modus. Nicht. Sieht man die im normalen Game? Ich bin mir gerade nicht mehr sicher. Wenn Stasis... Hat der Protoss Vision auf gestasis der Einheiten? Es sieht nicht danach aus. Ansonsten wäre es nicht in meiner Spiele-Vision eigentlich auch so drin. Und jetzt wird hier Zest gleich den Spire scouten. Aber der ist schon wahnsinnig weit fortgeschritten. Savile hat ein bisschen Ressourcen gebankt. Ja, Zest hat auch gerade das Oracle nochmal angewählt gehabt. Und jetzt kommt nochmal ein Stasis-Wort an der Natural. Die Queen hat nicht genügend DPS, um das Ding auszuschalten. Wenn das in das Warp Prison hat die vierte Basis gesehen. Und wir haben hier nochmal Einheiten im Stasis. Also da war Savile ein bisschen nachlässig. Und das könnte man natürlich gegen Micron. Muss einfach alle Drones bis auf eine wegziehen, den Stasis-Wort auslösen lassen. Und danach kann man den Rest der Drones direkt wieder in die Arbeit stecken. Somit verliert der Sorg ein bisschen Economy. Also zumindest ein bisschen Income. Aber natürlich, der Protoss zerstört dadurch keine Drones und man kann, sobald die Stasis abgelaufen ist, wieder mit voller Effizienz arbeiten. Zudem gab es eine weitere Drone-Runde. Vier Basen sollen da richtig fett besetzt werden. Also wir gehen hier voll ins Makro-Game von beiden Spielern, so wie es aussieht. Auch bei Zest hier fünf Cannons kommen dazu. Er will sich absichern gegen Mutalisken. Phoenix werden produziert. Doppel Stargate ist hier mit am Start. Storm wird erforscht. Plus 1 Attack für Crown kommt mit dazu. Also es kommen hier viele Tech-Entwicklungen für beide Spieler. Wir sehen, bei Savile geht der Switch in Hydras, Hydra Speed und den Lurker denn. Vierte Basis ist ready, vierte Basis kann gleich richtig ordentlich meinen mit 78 Drones. Mal sehen, bei Zest, denke ich, wird eine vierte Basis auch nicht allzu lange auf sich warten lassen. Es wurde übrigens der Spire nur als Finte benutzt. Es wurde kein einziger Mutter gebaut. Es wurde überhaupt keine fliegende Einheit momentan gebaut. Aber für später hat Savile den Tag auf jeden Fall. Es hat Zest zu einer Reaktion gezwungen. Er hat die ganzen Cannons gebaut, er hat ein zweites Stargate gestellt, er hat vier Phoenix produziert. Ist natürlich ein richtig schöner Konter, falls Mammutas aufs Feld kommen, aber momentan ist es für Zest eigentlich nicht wirklich nützlich, dass er das alles gebaut hat. Plus 1 ist durch, mehr Mortals kommen, plus 2 Attack wird direkt angedrückt und da bewegt sich eine Probe für eine vierte Basis. Das heißt, 4 Basen zu 4 Basen, kommt bei Savile eine fünfte, ist auch bald noch eine Frage. Man muss natürlich weiter expandieren, muss dann mehr Fläche besetzen und hier noch eine Basis, die man nehmen kann. Oder eben er geht in die Ecke, wenn das nicht hier ein paar Roaches versuchen, den Runway zu starten, aber Protoss Army ist in der Gegend. Und somit nicht wirklich für möglich, der versucht, einen Archon zu kriegen. Beziehungsweise die High Templar, aber die Defense war da und mehr Cannons hier für Zest. Währenddessen Savile nähert sich in großen Schritten dem Max-Out. Morph gerade 11 Lurker zusammen. Riesige Lurker-Morph plus 2 Missile-Attacks, das Hydra-Range-Upgrade kommt nochmal dazu. Die Zerg-Army wird gleich einen ziemlich krassen Power-Spike kriegen, wenn das hier die vierte Basis wurde zumindest mal unterbrochen. Kann noch nicht gestellt werden, wird sofort neu gebaut. Die Dinge sind da kurz dazwischen gegrätscht, wenn das liften die Phoenix ein paar Roaches, die wenig Hitpoints haben. Aber Hydras sind in der Gegend, das heißt, die Phoenix können ja auch gar nicht allzu viel anstellen. Das ist zu viel Hydra-Feuerpower. Aber sie sehen zumindest mal die Lurker, die gerade am Ranlaufen sind an die Protoss-Basis, ans ganze Protoss-Gebiet. Das heißt, wird hier einen Angriff abkriegen. Er hat einiges an starker Army, hat mehrere Archons, er hat mehrere Immortals. Er hat hier mega viele Cannons an seiner dritten Basis und eben auch Storm. Erster Storm geht hier auf die ersten Lurker. Stasis Ward trifft auch noch einige Seinheiten. Nochmal richtig schöne Storm hier von Zest. Und die Lurker werden rausgebombt hier vom Highground. Die Mortals kümmern sich drum. Jetzt hier die Roaches und Hydras versuchen zu fighten. Hier die Stasis-Einheiten blocken gerade die Archons. Kommen damit nicht wirklich an die ganzen Lurker ran. Somit nur ein Teil der Lurker wird hier gefinisht. Die Mortals nehmen jetzt doch sehr, sehr viel Damage. Müssen vorsichtig sein. Es sind noch immer drei Lurker da. Das heißt, noch immer wahnsinnig viel DPS. Die Mortals gehen nochmal ran und waren jetzt hier ziemlich zersäbelt. Da geht eine Mortal nach dem anderen. Down, aber es sollte mit dem Reinforcement doch eigentlich fürs Zest reichen. Er muss immer noch mit den Lurkern hier aufräumen. Es sind noch zwei übrig, die Phoenix kommen mit dazu. Aber es sind noch zu viele Hydras, zu viel Anti-DPS. Das Oracle geht hier down und es
Ihr macht Savil doch mega viel Druck. Es kommt nicht ganz Holz. Jetzt kommt die Flanke von der Seite mit den Zealots und einem weiteren Immortan. Und das reicht, um mit die Lurker auszuschalten. Damit die Hydras alleine ohne Support können nicht mehr allzu viel anrichten. Hier drüben gibt es noch mit den Phoenix ein bisschen Beef. Aber das sind die Hydras. Und auf Wiedersehen Phoenix, ja, die wirklich überhaupt nichts in diesem Match bisher erreicht haben. Haben, glaube ich, ein, zwei Roaches geliftet und ein bisschen Damage auf den Overseer verteilt. Aber das war dann auch so ziemlich der ganze Nutzen der Phoenixe. Aber ist nicht der größte Weltuntergang für Zest. Einzig, er sollte diese Basis hier am Leben halten, denn er braucht die vierte. Die ersten zwei Basen halten nicht mehr so lange doch bei beiden Spielen. Man sieht, die Mainbase ist schon ziemlich leer gefressen. Die Natural hat momentan noch alle Mineralienfelder, aber man sieht, das sind manchen, bisschen die geringeren Felder sind bei den letzten 50 Mineralien. Das heißt, die sind in den nächsten 1-2 Minuten komplett weg. Und Savil startet den nächsten Attack, hat Drop-Overlords gemorpht. Das heißt, da kann es auch noch einen Drop in die Mainbase geben. Da fehlt die Vision an der nördlichen Kante. Das kann eklig werden für Zest, zumal er gerade eh nicht so die Army hat, die er gar nicht aufsplitten möchte. Moved hier zwischen seinen Basen und her, hat hier drüben immerhin die Overlords nochmal gesehen. Heißt, er weiß, dass er ein Drop kommt. Wenn das hier die Cannons mit Schipper drehen, können eine gute Defense machen. Da kann Savil nicht einfach so einen Rumble starten. Die vierte Basis lebt noch. Zest muss hier weiter gegenhalten. Er ist derjenige, der momentan stark unter Druck ist, denn Savil hat ordentlich Geld. Er ist gemaxed, geht auf Hivetech, einen zweiten Spire kommt mit dazu. Wenn das ein Drone nochmal hier drüben, Salad Run bei wird abgefangen, aber die Salads haben plus 2 Attack und haben Charge. Also die machen auch einiges an Schaden. Man sieht sie, die Hydras werden einfach surrounded, werden gekillt. Savil muss dann mehr Reinforcement ranschicken. Wer das macht, auch eher sehr viel Schaden in der Main Bestes Brotos. Denn der Drop hat komplett ausgeladen. Da kommt jetzt hier das Warpress mit dazu. Das hat Templar geladen. Das kann stormen und stormt hier auch richtig schön die Hydras durch. Die nehmen sehr viel Damage, nochmal ein Archon mit dazu. Und da ist nicht viel vom Circle Drop übrig. Aber es reicht hier, um nochmal die Twilight Council zu snipen. Der Archon wird hier auch nicht überleben. Der Drop ist noch aktiv. Nächste Valenzels kommt hier drüben. Währenddessen der Rumble mit den Lurkern hat hier die vierte Basis komplett vernichtet. Denn die Protoss-Armee war nicht in der Lage zu kämpfen ohne Storm. Das Warpress hat sich eben in die Mainbase bewegt. Das heißt, Zest verliert hier die wichtige Basis, die wichtige Mining Base, die er bräuchte. Währenddessen, Savil hat bei sich den ganzen Set Rumble aufgeräumt, ohne größer was zu verlieren. Hat inzwischen jetzt hier seine fünfte Basis online. Meint er auch schon davon, da kommt auch noch gleich Gas mit dazu. Zedek Defense wird auch gebaut. Raider Spy ist in der Forschung und Adaptive Talents kommt hier mit dazu. Das Lurker Speed Upgrade fürs schnelle Eingraben und fürs schnellere Laufen. Madestift ist inzwischen auf dem Feld, das heißt, die Protoss-Armee ist auch nochmal ein Schlag schneller. Schlagstärker. Wenn das der Drop hier wartet, noch immer auf einen weiteren Einsatz. Neu befüllt hier mit neuen gesunden Einheiten. Nicht mehr die ganzen halbtoten Hydras. Das wurden ein paar frische Einheiten reingesetzt. Trotzdem, diesmal sind Zealots direkt da. Und die ganze Protoss-Armee setzt sich hier in Bewegung. Und Savil wird vermutlich nicht ausladen. Nicht, wenn die Zealots direkt hier schon unten dran kleben. Und man sieht auch, der nächste Warpin von Zest kommt. Aber eben der Zerg hat den Max-Out. Kann sich gemütlich um sein Tech kümmern, plus 1 Flyer Attacks, plus 3 Missile Attacks und wir haben den Greater Spire gleich fertig. Und eine weitere Evo kommt noch mit dazu. Wenn das gibt es beim Protoss das plus 1 Schild Upgrade. Und hier, man sieht, die Zerg Army versucht wieder mal ein bisschen Druck auszuüben. Savil lässt nicht locker, geht auf die dritte Basis. Die Cannons hier gegen so viel Feuerpower, selbst mit Schildbatterien, haben nicht allzu viel zu melden, aber da kommt eine ziemlich dicke Army an, Immortal Templar mit Mothership Unterstützung. Da wird nochmal einer durchgetaggt, da kommt ein, was ist denn das, ein Time Warp heißt es, glaube ich. Gott, die Fähigkeit habe ich schon ewig nicht mehr gesehen. Seit es kein Mothership kommen gibt, denn das nein, sie drüben wieder Savil hat den Drop ausgeladen, einfach außerhalb der Mainbase und ging wieder auf die vierte Basis. Wieder keine neue Mining Base für Sessen. Das wird langsam richtig eklig für ihn, denn seine Natural ist ja nicht mehr viel übrig. Nur noch 8 Worker hier am Arbeiten. Mainbase hält auch nicht mehr lange durch. Und die dritte Basis, wie man sieht, ist brachialst überfüllt mit 29 von 10 Arbeitern. Währenddessen wird hier einfach wieder gemütlich eingeladen. Savil rennt weiter Kreise um Zest, der einfach nur hinterherlaufen kann und versuchen kann, irgendwie seine Flanken richtig abzusichern. Man sieht, der nächste Power Spike für die Zerg Army kommt, denn es sind hier gerade Broodlords im Morph. Da finden wir einen. Insgesamt sind es 5. Wo sind die restlichen 4? Die hängen hier bei der dritten Basis. Der Drop hier versucht wieder in die Mainbase zu kommen. Diesmal sind Stalker und Zealots. Ja, da gibt es also nicht so viele Möglichkeiten, diesen Drop was zu machen. Aber eben Savil bereitet schon wieder einen weiteren Angriff vor, hat hier eben Static Defense mit dabei, Lurker mit am Start. Der Creepset nähert sich dem Protoss-Gebiet, das ist ein sehr ungutes Gefühl für jeden Protoss-Spieler, wenn man eben sieht, dass der Creep näher kommt. Dann weiß man nämlich, dass man nicht die Kontrolle über dieses Spiel hat, dass der Zerg zu viel Zeit hat, sich auszubreiten. Und das kann einem einfach teuer zu stehen kommen. Zest versucht es nochmal, vierte Basis, sie soll endlich durchkommen. Savil aber sofort mit dem Scout, mit dem Changeling. Weiß, dass die Basis wieder am Start ist. Währenddessen fliegen die Bullets nach vorne. Die wollen jetzt hier einfach die Sache beenden. Savil will hier Zest aus diesem Game rauswerfen. Der will die erste Map haben.
Macht hier weiter Druck. Man sieht sie drüben. Der Drop kommt wieder angelaufen. Will ein weiteres Mal die vierte Basis snipen. Mal sehen, Zest, in welche Richtung geht er, um zu defenden. Er muss halt eine Flanke ein bisschen offen lassen. Hier, die Zealots haben ein Problem. Die ganzen Einheiten und die Cannons haben Probleme. Das sind der Nexus hier drüben. Er lebt noch. Hat nur Schilde verloren. Das Mothership hilft dir aus, um das Ding am Leben zu halten. Problem ist, währenddessen steht die dritte Basis hart unter Belang. Das sind noch ein paar Templer, die können Storm und Hydras hier auch gut geklumpt. Laufen jetzt hier auch durch den Storm durch, nehmen sehr viel Damage. Die ersten Tempels sind da. Zest macht da guten Damage, kriegt hier die ganzen Hydras tot mit den Storms. Trotzdem, die Two-Gods sind noch am Leben. Hier unten ist noch immer ein ganzes Bollwerk an Static Defense und Lurkern. Aber währenddessen kommt jetzt hier die Immortal Army von der Seite. Problem ist, das ist alles on-creep. Und sehr, sehr tief im Zerg-Gebiet, da sieht man, da kommt jetzt Zerg-Einheiten von allen Seiten. Savile will jetzt einfach das Mothership mitsamt den Immortals haben, da kriegt er aber dafür nochmal Storms ab. Nimmt da einiges an Schaden selber, aber die Lurk jetzt hier säbeln sich durch die Immortals. Sie waren zwar nochmal schön gesplittert hier von Zest, aber da fehlt es einfach an Masse. Bulldogs mit dabei und keine Anti-Air gerade am Start für Zest. Der schickt seine restlichen Gateway nützt mir dazu. Aber das sieht nicht gut aus, nur zwei Immortals übrig, das heißt, man muss mit Stalkern und Zealots gegen Lurker kämpfen. Und das ist kein schönes Gefühl, das ist, ja, kein schöner Fight. Man sieht jetzt hier auch noch der Block auf die Immortals, der Surround mit den Dingen, schön gemacht von Savile. Und jetzt ist er einfach nur noch am Drücker, kann weiter und weiter nach vorne pushen. Was will hier Zest noch groß machen? Er hat ein paar Tempest, ja, Problem ist, da kommt gerade die nächste Welle an Zerg. Und Zest, ja, er hat zwar seine vierte Basis, fliert aber gerade sein Mothership, es sind Corrupter gegen die ganzen Tempest da. Auf dem Boden ist bereits nichts mehr an Army übrig. Zest hat nichts mehr, um sich zu verteidigen. Fällt gerade so unter 100 Supply. Bei 199 zu 190 geht Zest hier aus dem Spiel. Nach 16 Minuten macht hier Savile das 1-0. Er hat ein bisschen länger gebraucht, aber Savile hat das einfach recht entspannt runtergespielt. Zest hatte nie wirklich so groß die Möglichkeit, das Ding zu gewinnen. Er hat viel mehr drum gespielt, nicht zu verlieren. Und somit ist er jetzt 1-0 hinten und wir gehen in die zweite Map. Zweite Map ist Blue Shift. Und dem einen oder anderen ist es vielleicht aufgefallen, ich habe keine Logos mehr neben den Spielern. Denn ich habe die letzten Überreste meiner kaputten Logos-Datei gefunden und habe sie dann auch prompt eliminiert. Es hat ein bisschen was an Aufwand und Suche gekostet. Aber ich habe das dämliche Ding endlich gefunden, wo es nochmal ja, platziert war. Wo es die Daten hergeladen hat und habe es entfernt. Ich habe nämlich mehreren neue Logo-Files erhalten, habe dann auch anstelle meiner alten versucht einzufügen, aber egal welche Datei ich verwende, die Logos sind immer falsch. Also ich weiß nicht, welche Logos-Datei man braucht, dass man die offiziell richtigen Logos hat. Ich habe eigentlich auch eine von den Logo-Files direkt von Blizzard erhalten, aber ja, kein Effekt. Also es kann auch gut sein, dass einfach das von Replays raus nicht funktioniert, dass das in Replays nicht vernünftig übertragen wird. Somit habe ich das Ding jetzt komplett rausgehauen. Dann spielen wir ohne Logos. Das ist auch vollkommen okay. Wir haben Savile beim Team Ends und Zest ist teamlos, soweit ich das weiß. Außer er ist für die BlizzCon einem Team gejoint. Aber da wäre mir jetzt nichts bekannt. Ha, auch prompt was gefunden. Er ist bei Scythe Esports. Im August ist er da untergekommen. Ende August tatsächlich. Also sogar noch vor der BlizzCon. Das ging komplett an mir vorbei. Weil Scythe hat sich mehr Spieler auch schon gekrallt, nicht nur Zers, das weiß ich. Die sind ein größeres Team. Aber, ja, bisher nicht koreanisch unterwegs. Sondern die haben, von der amerikanischen Szene sind ein paar Spieler dabei, Gemini, Agile ist da mit drin. Wen gibt es da noch mit drin? Cem ist da, glaube ich, mit drin. Der mexikanische Zerg. Der auch für seine Verhältnisse ein starkes Jahr hat, aber natürlich nicht auf dem Niveau, wie die beiden hier spielen. Ja, und bei den beiden, wie man sieht, Savile kriegt einmal mehr ganz entspannt den Link-Scout in der Mainbase, sieht diesmal Phoenix Opening, wieder mal das Stargate Opening hier auf Blue Shift. Wenn das ein Adept ist unterwegs, mal sehen, kann Zest hier eine Wende einleiten, denn bisher ist Savile hier entspannt 3-0 und hatte noch in keiner Map so großartig Probleme. Die beiden Protoss, die bisher gegen ihn gespielt haben, sahen nicht so sonderlich elegant aus. Da war Savile viel, viel mehr am Drücker. Das war viel mehr eine Savile-Show, die bisherigen Matches. Mal sehen, vielleicht kann Zest sich hier was einfallen lassen, um die Sache zu drehen. Er kriegt zumindest mal hier den Overlord, hat den Link auch aus seiner Basis vertrieben. Es werden weiter Phoenixe produziert. Also es gibt hier tatsächlich, es gibt kein zweites Stargate, aber es gibt weiter Phoenixe. Das ist ungewöhnlich, das sieht man so in der Formation eher selten. Jetzt gibt es weiteres Gas, währenddessen Savile ganz entspannt Air Drone, der hat die dritte Basis, der Adept ist weg. Das ist kein Problem mehr und bisher zwei Länge und Novelord verloren für Savile.
Und hat jetzt hier wieder, wie man sieht, den Link-Scout vor der Natural Sign des Gegners. Wenn das nächsten zwei Adapts, die müssen doch ein bisschen vorsichtig sein. Aber nutzen ihre Shades, nutzen ihre Kampfstärke gegen leichte Einheiten. Und Savile zieht sich da erstmal zurück. Hat zumindest die Gateways gesehen, aber sonst nicht viel mehr. Und die Phoenix sammelt sich. Vier Stück sind es jetzt und fünfter kommt mir dazu. Es ist eben kein Doppel-Stargate-Phoenix-Opener. Das heißt, es werden keine 10 Phoenix, sondern es bleibt bei diesen 5 erstmal. Danach kommt der Switch mit Twilight Council und Forge. Und jetzt mal sehen, was können die Phoenix anrichten? Sie wollen hier einen Overlord finden. Und Savile muss jetzt hier natürlich reagieren. Er hat Spore-Crawler technisch momentan 2 Stück, also an der dritten wieder und an der Main. Wenn das hier wird eine Queen geliftet, aber 2 weitere Queens kommen wieder zu. Die Queen wird doch ziemlich laut, die wird hier fallen. Minus eine Queen, die Phoenix nehmen, bisschen Hitpoint-Damage und finden jetzt nochmal einen weiteren Overlord. Also Zest macht hier gut Damage. Savile jetzt Supply-Block. Geht gerade auf Roaches und baut natürlich weitere Overlord, weil er sie bauen muss. Und einen weiteren Spore-Crawler, weil die Natural momentan noch ziemlich schlecht defended ist. Und die Phoenix können fröhlich weiterliften. Machen damit weiter Damage und Zest nutzt hier schon die Phoenix, die effektiv einfach sehr viel rausnehmen können, ohne zu sterben. Weitere Drones wird sie erwischen. Man sieht einfach die Surf-Verteidigung. Kann nicht allzu viel machen. Die Phoenix tanken gut was weg. Machen ordentlich Schaden. Kein Phoenix ist gefallen bisher. Und somit 900 zu 0. Last Resources Lost Verhältnis. Aber Savile denkt sich, wenn du Phoenix gebaut hast, so einfach mit Lingen und Roaches ein bisschen was zu machen. Geht gerade auf Roaches und Roach Speed. Wenn das nämlich hier beim... die Adepts sind reingeschadet tatsächlich. Und das war übermütig. Von Zest, er verliert einen dafür, den Rest konnte er recallen. Die anderen drei haben das überlebt. Es gibt Charge und plus 1 Attack. Es wird weiter Gas gesammelt und Savile ist hier weiter aktiv mit dem Circling. Es kommt Charge, aber das ist eben noch nicht fertig. Das heißt, die Probe hier ist gefundenes Fressen für die Linge. Zumindest mal ein Worker, der vom Protoss hier mal stirbt. Und wir haben hier drüben die Phoenix einmal mehr am Start. Aber gegen vier Queens, das ist gefährlich. Und man sieht auch sofort, wird hier ein Phoenix aus dem Leben gespuckt. Mehr Roaches waren produziert, Savile diesmal Drone Count nur noch auf 51. Er wird hier einen Attack starten mit der Masse an Roaches. Also ist das sehr unterschiedlich. Die Phoenix fliegen wieder zu nah ran, kriegen nochmal ganze Schwung an Damage ab, aber der Phoenix überlebt das. Creepsplit währenddessen stiebt sich auch nach vorne, die Linge warten, Roach Speed kommt mit dazu, weitere Overlords werden produziert. Der Zerg ist knapp am Supply Block dran, aber Savile macht sich einfach einen hoch. Und sobald er die Overlords hat, kann jetzt einfach den Rest des Supplies noch mit Roaches ausfüllen. Und dann kommt da eine richtig dicke Army. Und der Protoss hat in der Zeit noch keine Robo, heißt keine Immortals. Er hat Charge Salads Phoenix, die nicht im Kampf involviert sind. Denn währenddessen lenken hier die Dinge ab, die Phoenix in der Mainbase. Und die Roaches marschieren jetzt hier auf die Natural. Das wird ziemlich schwierig für Zest, das ist an allen Ecken und Enden zu verteidigen. Er hat halt nichts. Er hat nichts gegen so viele Roaches. Er hat keine Immortals. Er hat keine Voidways. Er hat das überhaupt nicht kommen sehen. Und daran wird jetzt hier auch kaum sterben. Das Force Field hilft gerade den Roaches eher als den Protoss-Einheiten. Phoenix kommen jetzt hier zwar nach Hause, aber es sind so viele Roaches, die Sentries werden rausgespuckt. Es sind Adepts und Salads, die Salads chargen zwar ran, aber die Roaches tanken hier halt doch wahnsinnig viel. Savile noch nicht mal gerade hier am Kiten. Jetzt hier fängt er mal an, den Roaches zu kiten. Zieht die Salads auseinander, nimmt die ganzen Adepts raus. Die Phoenix sind alleine, die Queens kommen auch mit rübergelaufen. Warum auch nicht, sie können sich's ja leisten. Der erste Mortal, er wird nochmal gechrono-boostet, aber das bringt halt auch nichts mehr. Zest ist bei 60 Supply, 75 Supply gegen 120 und Savile jetzt gerade einfach entspannt den Cybernetic-Score rausnimmt und die Natural belagert. Die dritte ist zwar am Leben, aber da kann nichts arbeiten, weil ein paar Roaches bereits sich um alle Probes gekümmert haben. Und jetzt geht's hier nochmal rein. Die Archons werden vernichtet, bevor sie überhaupt irgendwas machen können. Der Mortal spawnt inmitten von lauter Roaches und Savile führt hier Zest einfach vor. Macht's genauso knackig wie gegen SOS. Vielleicht ein bisschen länger, die erste Map, da hat Zest noch ein bisschen länger gegengehalten. Aber Junge, ist Savile hier durchmarschiert durch seine Gruppe. Holt sich da das 4-0. Droppt keine einzige Map. Sah auch bei keiner einzigen Map wirklich gefährlich für ihn aus. Also, jede Map, die er auch gespielt hat, sah auch stark von ihm aus. Somit, die Protoss hatten es schwer gegen den finnischen Zerg, der jetzt natürlich als Gruppenerster durch ist. Genauso wie Maru. Was wir eben im letzten Cast in der Gruppe A gesehen haben. Somit geht es als nächstes weiter mit Gruppe C und dann Gruppe D und dann kommen Loses Matches und Decided Matches. Jo, Savile, er ist ein echtes Monster. Das ist echt abartig. Sein Scouting und einfach so dieses, jo, ich baue jetzt einfach Roaches, mehr Roaches, ich sehe, was du gebaut hast mit deinen Phoenix und ich laufe jetzt rüber und kill dich. Und es war halt echt nichts da von Zest, um ihn zu verteidigen. Er hätte dringend eine oder zwei Mortals gebraucht, aber die Robo kam eben sehr spät. Jo, das war dieser Replaycast. Vielen Dank fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal und